Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dyson Sphere Program. Wir sind nach wie vor dabei, das Vertical Launching Silo zu erforschen. Na, so wie es aktuell aussieht. Ich muss mal schauen, weil ich habe keinen. Nein, die nicht. Die hier. Ist halt die Frage, wenn die alle laufen würden. Rein. Bei einem brauchen wir 100 Minuten. Bei zwei sind es nur noch eine. Bei drei ist es eine Dreiviertelstunde. Also wenn wir die alle zum Laufen kriegen, wäre es natürlich super. Das Problem ist aber nach wie vor hier hinten. Wir kriegen einfach keine Titankristalle so schnell ran. Denn den? Warum so lange? Machen wir was anderes. Das Ding. Umdrehen. So lang. Kristalle hier herstellen und das und dann kommt das alles hierher zurück. Noch ein paar Sekunden. In der Hoffnung, das hilft. Stein wird auch ordentlich weggezogen. Also sieht das doch schon viel besser aus hier. Ich finde es interessant, hier brauche ich in 10 Sekunden brauche ich 2 Kunststoff. Die hier machen ein Kunststoff, nimmt mal 20 pro Minute. Jetzt wird das raffinierte Öl mittlerweile. Aber das hier geht schon mal besser voran. Kann man auch aus
Holz, Blättern und Wasser herstellen. Könnte ich auch einfach sagen, ich fliege kurz zurück. Ja, dahin. Sammle einen Haufen davon. Und bringe einfach mal einen Haufen von den Kristallen zurück und beschleunige damit die Forschung. Jetzt läuft sie ja schon schneller, aber damit könnten wir dann noch mal einen ordentlichen Schwung dazu holen. Und ich hoffe, dass wenn wir das vertikale Silo haben, dass wir dann hier unten noch mal einen zusätzlichen Punkt freischalten, womit wir dann die Dyson Sphäre haben. Auch wenn der obere Punkt, also der hier ist ja schon die Dyson Sphäre. Oh, ich fange einfach an. Problem ist, das ist jetzt eine langweilige Arbeit. Wasser. Ich weiß nicht, was wir hier drüben machen, wo wir die Wasserpumpen haben. Schon ordentlich was abgebaut. Wir haben sogar noch Graphit ohne Ende. Ja, stimmt, wir wollten ja hier eigentlich auch die Kohle zu Graphit ändern. Ui, da fliegt das. Nein. Muss ich abbauen und neu setzen. Na, ich habe da gerade gesehen, dass ich mir das Overlord 2 Let's Play von unserem eigenen Kanal anschaue. Das kurz weg, das aufheben. Kisten. Ja.
schön alles wieder einsortieren. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Wall-E. Der letzte räumt die Erde auf. Dass ich der Letzte bin und jetzt gerade hier ist auch alles. Naja. Was geht hier hinten noch rum? Förderbänder. So. Du dahin, du dorthin, du dorthin. Dann Brennöfen. Vorderband dahin, Vorderband hierhin, Vorderband dorthin. Dann Strom da rein, dorthin und dorthin. Dann brauchen wir die Greifer. Da habe ich eine WhatsApp bekommen. Also das WhatsApp wird doch noch aktiv. Na gut. Dann werde ich kurz antworten, weil ich bin heute noch bei meinen Eltern eingeladen. Das heißt, gleich werde ich wahrscheinlich nochmal eine WhatsApp bekommen. Die Antwort auf das, was ich jetzt geschrieben habe. Weil mir wurde gerade gesagt, dass ich mich losmachen kann. Und ich habe jetzt gesagt, dass ich mich so in ungefähr 30 Minuten losmache. Langsam aber sicher, dass ihr mehr gemacht. Sobald hier unten Platz wird. Da war die WhatsApp, wo mir gesagt wurde, dass es okay ist, wenn ich mich dann losmache. Und jetzt wird hier Graphit eingelagert. Und natürlich Remote Supply. Auf dem Planeten haben wir noch 9 Millionen Kohle zur Verfügung. Habe ich noch einen Miner dabei? Ja. Dann kann ich nämlich schauen. Na, hier sind jetzt noch 2 übrig. So würde ich alle abbauen. So. Noch Strom überall hin. Und schon wird das Ding hier definitiv abgebaut. Holz mit. Eigentlich wollten wir die Kristalle sammeln. Wäre die hier. Wasser dabei.
hätten wir das schon mal soweit. Jetzt noch kurz hier hinten zum Wasser fliegen. Und schon haben wir nicht mehr genug Holz. Ich habe Titan dabei, da kann ich doch sogar gleich die Titankristalle draus machen. Von den Kristallen habe ich glaube ich keine mehr hier übrig. Ja, noch Kunststoff. Können wir mal mitnehmen. Oh, ja, aber ja, haufenweise Zeug. Graphit haben wir ja eh einen Mangel. Was sagt das Stromnetzwerk hier? Da gehe ich raus. Kannst die Portisolarplatten nicht aufstellen. Die sind auch noch so viel. Die ganzen Kristalle hier. Müsste ich eigentlich alles mitnehmen. Weil da ist wertvolles Zeug drin. Leider kann ich nicht sagen, hier so ein interstellarer Logistikturm hinsetzen, alles. Was reingeht, wird losgeschickt. Und wenn es pro Transport nur eine Sache ist. Jetzt habe ich kein Titan mehr, aber. Da haben wir doch hier bestimmt auch noch irgendwas rumliegen. Nee. Hier nicht. Aber woanders doch bestimmt. Da ist auch noch Stein, Glas und so weiter. Okay, Titan habe ich hier anscheinend wirklich nicht mehr. Das Öl kann hier bleiben. Das lasse ich erstmal hier genauso wie Stein. Die Kohle kann ich einlagern hier hinten. Kann ich das mitnehmen? Nicht benutzen. Die Ringe können hier raus. Eisenerz raus. Graphit kann ich in den Turm reinlegen. Jetzt wollen wir mal so das ganze wertvolle Material hier mitnehmen. Hier sind vielleicht noch ganz gut.
Klamotten mit. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich hier lasse. Jawohl, andere Idee. Und schon habe ich wieder Platz. Ein bisschen zumindest. Das mitnehmen, das hier. Die Dinger sind eigentlich nicht so schwer herzustellen. Nehme ich die noch mit. Habe ich kein Titan mehr. Also würde ich sagen, geht's zurück. Wir sind hier soweit erstmal durch. Oh, 1500 glatt sogar. Und wir haben schon die Hälfte geschafft von der Forschung. Das sieht gut aus. Ja, du kannst schon mal die einfach bekommen. Du kriegst die hier. Dann geht das auch schneller voran. Diamanten kann ich ja schon mal reinlegen. Ja, so sieht das so gut aus. So will ich das sehen. Du bekommst hiervon auch 10 Stück. Und da wir genug Strom haben, okay, so viel Strom haben wir nicht zur Verfügung. Beim Aufladen wird es dann schon langsam knapp. Wir sind hier gerade nach 3 Jahren Forschen, ja. Weil davon mehr Gelb ran muss. Minuten, das würde nicht klappen. Wenn die alle laufen würden, würden wir es noch diese Folge hinbekommen. Aber das wird nicht. Weil ich mich auch nach dieser Folge losmache. Also wird das erst in der nächsten Aufnahmesession was. Aber dann hätten wir zumindest schon mal eine Aufgabe für dann. Wir müssen ja auch noch die Chips machen. Die hier. Die brauchen wir das und die brauchen wir das hier. Und da brauchen wir halt hier diese Kristalle. Von denen nie welche da sind, weil die hier auch schon wieder aufgebraucht sind. Höchstens gucken, wenn ich hier die aufsammle, dann fehlt mir dafür noch was. Ah. Oh, Titaniumglas.
Ich werde erstmal nur ein Silo bauen. Wasser. Das waren 21. Normales Glas und Titan. Normales Glas besteht aus Stein. Nehmen wir mal 50 mit. Okay, das sind jetzt 51. Egal. Und Titanium. Ah, Hydrogen fehlt noch. Dafür müssen wir hier hinter. Und der ist... Wo ist der? Der ist nicht komplett voll, aber... Nein. Und damit dürfen wir den ersten Chip herstellen können. Ein Kasimir-Kristall. Haben wir das hier. Und dann bekommen wir gleich noch das. Den Quantum-Chip. Und den bekommen wir in 10 Sekunden ungefähr. Die letzten 4 Sekunden. Und da ist er. Und jetzt ist das der nächste Meilenstein. Weil damit können wir aufhören, die Solar Sails in den Orbit zu ballern. Also eventuell, muss ich dazu sagen, können wir dann aufhören, die Solar Sails in den Orbit zu ballern. Denn das Ziel ist es dann, zu sagen, okay, keine Solar Cells mehr, die Dyson Sphere produziert uns jetzt den Strom. Der muss ich dann natürlich aufbauen, aber ab da können wir anfangen, alle Ressourcen rein weg in die Sphäre reinzustecken. Damit diese sich Stück für Stück aufbaut. Wir brauchen dann die Kanonen hier nicht mehr, weil die Discs gehen dann in den Bau von diesem Bauteil. Nee. Wo waren die Discs nochmal? Die brauchte ich auch irgendwo noch. Ich glaube, für die Leichtbauteile hier. Die. Ja. Damit machen wir dann halt die Komponenten, die ballern wir mit den Raketen hoch, dort bleiben sie dann permanent, wenn es eine Dyson Sphäre wird und das Ganze fest eingebaut wird und wird nicht mehr nach 5400 Sekunden zu Weltraummüll. Oder wie lange auch immer die Dinger überlebt haben. 5700 Sekunden. Alle 5700 Sekunden gehen hier ein paar Zellen Schrott. Und können damit nicht mehr produzieren. Aber mit der Dyson Sphäre wird das Ganze etwas anders. Und da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie die Dyson Sphäre noch weiter aufgebaut wird, dann abonniert doch den Kanal, damit ihr immer schön benachrichtigt werdet, wenn wieder ein neues Video kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!